So, es geht los. Rise of Ronin. Grafik sieht eigentlich okay aus, aktuell. Werden wir sehen. Hoffentlich ist das nicht so laut. Mhm. So, hallo. Wir zocken Rise of Ronin. Mal hier ein First Look aktuell. Und schauen wir, ob wir dieses Spiel dann Let's Playen oder ob wir das streamen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie gut das Spiel ist. Wird wahrscheinlich als Premiere laufen und eventuell dann ein... Eventuell ein Let's Play, mal schauen. Kommt auf die Nachfrage an. Aber wir zocken auf jeden Fall ein Part mal hier an oder mehrere Parts. Wir werden sehen. So, Spieleinstellung. Schauen wir mal rein. Anzahl an Ausrüstungssets 3. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen hier die Einstellung mal an. Das lassen wir alles mal so. Steuerung habe ich da was geändert, dass wir mit Dreieck ausweichen. Schon hier im Titelbildschirm. Kamera. Lassen wir mal alles so. Sprache, Audio, Deutsch, Untertitel. Mache ich aus. Die Grafik habe ich auf FPS. Also Grafikmodus. Nehmen wir die Frames. Wir haben Grafik und wir haben auch Raytracing, aber wir spielen hier auf Frames. Ich möchte ein flüssiges Erlebnis. Bewegungsschärfe machen wir aus. Das glaube ich machen wir auch aus. Bildrauschenfilter. Ist das dieses, was wir auch ausmachen müssen? Mache ich mal aus. Ja. So, Barrierefreiheit, Lizenzen, so. Okay. Neues Spiel. Für Spieler, die Action lieben, du kannst den Schwierigkeiten nach Beginn des Spiels ändern. Okay. Für Spieler, die von Können überzeugt sind, du kannst Schwierigkeiten nach Beginn. Nehmen wir mal Zwielicht. Wollen wir ein bisschen Souls-like-Erlebnis haben oder beziehungsweise Souls-Erlebnis haben. Wir schauen mal. Und starten einfach mal rein. So, einmal kleiner Toncheck. Das ist unser... Vor 3 Jahrhunderten wurde Japan unter dem Tokugawa-Shogunat vereint. Es schloss die Tore zum Rest der Welt und eine Zeit lang blühte der Inselstaat auf. Doch trotz der scheinbaren Ruhe brodelte unter der Oberfläche ein Konflikt. Feudalherren, die Daimyo, standen unter strenger Beobachtung. Nach außen gaben sie sich loyal. Aber die brodelnde Unzufriedenheit entwickelte sich langsam zu einem Flächenbrand. Tief in den Bergen von Kurosu wurden heimlich Waffen für eine geplante Rebellion geschmiedet. Doch die Streitkräfte des Shoguns erfuhren von dem Plan und nahmen blutige Vergeltung.
wussten nicht, dass in Kurosu noch eine andere Art von Waffen geschmiedet wurde. Die Krieger der verborgenen Schneide. Gleichermaßen Meister der Täuschung und der Schwertkunst waren die Fähigkeiten dieser namenlosen Krieger unübertroffen. Unter Anleitung ihrer Lehrmeisterin der Klingenschmieden perfektionierten sie ihr Können als Zwillingsklingen. Einzeln beeindruckend, zusammen unaufhaltsam. Die Zwillingsklingen sind für immer durch die Bande des Schicksals miteinander verbunden. So, schöne Sequenz übrigens. Ist aber 18 das Spiel. Und ich gehe jetzt nicht mit großen Erwartungen in das Game rein. Ich hoffe, ich habe Unrecht und das Spiel ist absolut genial. Das, was ich so gesehen habe, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Aber ja, ich gehe jetzt nicht mit großen Erwartungen rein und hoffentlich habe ich Unrecht und das Spiel wird gut. Und wir machen jetzt, wie gesagt, jetzt mal ein Part, vielleicht auch mehrere Parts. Und wenn ich in das Spiel gut reinkomme, dann ziehe ich das Ganze auch hier durch. Wir schauen mal. So. Schauen wir mal. Grundform, Körper. Wenn du deinen Körper anpasst, wird dein aktuelles auch gelöscht. Ja, okay. Ja, ja, die nehmen wir. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Voreinstellung. Ah, okay. Die kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Neo, das sind, ist das so Neo-Charaktere oder Wolong? Haben wir einfach mal übernommen, ja? So ein bisschen anders. Gucken wir mal. Wir nehmen uns hier so eine schöne Blondine. Oh, die wäre eigentlich auch ganz gut. Was haben wir denn? Oh ja, die ist gut. Die nehmen wir hier. Blonde Haare. Was haben wir hier? Ellenbogen und Kniewinkel. So, nehmen wir hier mal die Nummer 5, Kampfhaltung. So, so. Hautstruktur, Unterbekleidung. Passiert gar nichts. Okay. So, Gesicht. Gesichtform. Lassen wir einfach alles so, wie es ist. Alter. Augenbrauen. Augen. Ist okay, Iris. So, die Haare, schauen wir mal. Hui Deivel. Ja. Rot ist eigentlich gut. So, aber... Nehmen wir Zopf. Gesichtsbehaarung, um Gottes Willen. Körper. Größe. Machen wir uns ein bisschen größer. Wir wollen ja nicht so klein sein, ne? Nehmen wir mal hier Standard. Kopfgröße kann so bleiben. Muskel, ja, ein bisschen. Brustgröße. Ja, nehmen wir die 2. So, Stimme. Kann ich mir das auch anhören? Nee, irgendwie doch. Gehen wir. Ja, gehen wir. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Mach keinen Unsinn. Lass uns Freunde sein. Gehen wir. Ui, das hört sich sehr dominant an. Mach keinen Unsinn. Wir beide sind eins. Auf jeden Fall. Was? Fuck you? Nee, okay. So, was haben wir hier? Alles klar. Ich denke mal, so lassen wir das. Möchtest du deine Änderung verwerfen? Nein, ist okay. Ich will das jetzt speichern. Anpassung übernehmen. Okay, haben wir übernommen. Hallo? Ja, okay.
Verborgene Schneide 2. Wieso 2? Habe ich einen Begleiter oder was? Nein, will ich nicht. Verborgene Schneide 1. Deine verborgenen Schneiden vorbereiten. Du musst auch deine verborgenen Schneiden geschliffen werden. Ja, ich werde sie mal schleifen. So. Empfohlene Waffen. Das sind so die Klassen, oder was? Ungeschliffen. So, was hat sie denn hier für Waffen? Nein, das will ich nicht. Muss ich mal schauen. Stärke 78, Geschick. Klingensturm. Ja, Geschick. Was ist das? Charisma, oder was? Lerne über alles, über Charme und Charisma. Effizient, wohlgeübte Bewegungen. Ermöglicht eine effiziente Key-Nutzung. Außerdem lassen sich die Leute mit schlauen Worten hinters Licht führen. Okay. Erlerne die Kunst des Ninjutsu, um besonders gefährliche Missionen abzuschließen. Nimm mir Klingensturm einfach. Ja, nimm mir, ja. Fangen wir an. So, das ist mein Charakter. Und wir haben eine Begleitung, oder was? Wusste ich gar nicht. Okay. Ich werde gleich mal einen kleinen Cut machen, wenn wir hier in das Spiel kommen, damit ich auch mal hören kann, wie der Ton ist. Nach dem ersten Kampf eventuell. Ja. Charakter auswählen. Okay. Ja, ich nehme hier meine. Ja. Mein Rotschop. Folge mir. Alter, nicht so dominant. Warte doch mal hier. Warte mal, also ich habe hier das Ausweichen auf Kreis gelegt, ne? Damit ich hier. Okay. Viereck, Kreis. Was ist X? X springen, wunderbar. Ja, das ist gut. Und Sprinten mache ich mit L3. Sehr schön. Gibt wahrscheinlich jetzt erstmal ein Tutorial oder so. Schauen wir mal. Ja, der Charakter, der bewegt sich. Guck mal, wie. Ja, der bewegt sich schon irgendwie komisch, ne? Guck mal, wie die läuft. Als ob die in die Hose geschissen hat. So. Piu, piu. Appau. So. Dann folgen wir ihr mal. Warte, was ist denn das? Also, flüssig tut's laufen. Definitiv. Definitiv. Grafik. Kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. So, jetzt gibt's Training. Ha, Training. So. Welche wirst du wählen? Ich werde dich wählen. Klingensturm. Klingensturm. Überragend in Geschicklichkeit. Empfohlene Waffe. Schwertpaar. Schwertpaar. Wo ist denn mein Schwertpaar? Stangenwaffe auswählen. Katana. Speer. Schwertpaar. Da habe ich doch meine Waffe. R1. Wähle etwas, das auch zu dir passt. Das passt zu mir. Umschwerter incoming. So. Normaler Angriff 4. Sturmangriff R4. Nach vorne, aufgeladene 4, gedrückt halten. Erneut drücken, um einen Sturm aus Angriffen zu öffnen. Alle Angriffe verbrauchen Key, also Ausdauer, welche durch die blaue Anzeige dargestellt wird. Alles klar. Übe deine Angriffe an ein paar Strohballen. Okay. Kann ich auch anvisieren? Wunderbar. Ja. So. Also, Viereck, Viereck, Viereck. Viereck gedrückt halten. Nach vorne, Viereck. Jawohl. Aufgeladener Angriff, Viereck gedrückt. So, alles klar. Bin ich soweit? Jo. Wähle deine Waffe. Achso, ich brauche noch eine Waffe, oder was? Ah. So, wähle 1, 2. Habe ich jetzt noch hier was zum Schießen? Oh, das ist ja ein Odachi, oder was? Ja. Wir haben das. Und ein Speer hätten wir. Katana und Stangenwaffe.
Ja, sag ich mal, ja? Die soll es sein. Du solltest vorher vermutlich ein bisschen damit üben. Ja, mache ich auch. Kein Problem. So. Kann ich auch eine andere Waffe auswählen? Vielleicht, ich würde gerne nochmal hier Speer auswählen. Danke. Weil ich bin ja eigentlich so, meine Vorfahren kommen ja aus Mongolei, aus dem Westen Chinas oder Chinas. Und ja, wir waren Mönche früher. Das gefällt mir schon, ja. Definitiv. Huh. Okay, also wir hätten dann unsere zwei Katanas und die Stangenwaffe. Alles klar. Ich bin soweit, meine Schöne. Diese Waffe soll es sein? Ja. Ja. Na schön, los geht's. Auf geht's. Was bist du denn so krass drauf? Die ist ja voll dominant. Nicht, dass mir was nicht gefallen tut, aber ja. Waffe ziehen, R1 plus... Was wie R1 plus R3? Was will denn der? Hä? So zieh ich die Waffe, oder was? Verarschen, oder was? Übung hin oder her. Ich halte mich nicht zu. Blocken. Ja. Du hältst nicht zurück. Kann man parieren? Irgendwie? Nicht schlecht. Drücke hoch, runter Gegenstände aus deiner Ausrüstung. Medizinische Pille. Ah, okay. Alles klar. Neo-Style. Oolong-Style. War das jetzt ein Gegner oder was? Ja, der Charakter bewegt sich schon irgendwie komisch, ne? Ups. Und? Was dauert das so lange? Klappe halten da oben. Lauf der Kampffertigkeiten. R1 plus 4 gedrückt halten. Nutze Key um mächtige Angriffe. Ich hab vergessen, keine Ahnung. Gut. Wärmen wir uns auf, ja? Wärmen wir uns auf, Alter. Wärmen wir uns auf. Ja. Komm mal da raus. Komm mal da raus. Komm da raus. Also du machst gar nichts, oder was? Ja, und? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Check ja gar nichts. Ja, und? R1. Oh, jetzt kann ich dir einen geben, oder was? Warte, und jetzt mit Dreieck, oder was? Ah, gerade, voll verpasst. Ja, das war wohl nichts, ne? Hier entlang. Meinerseits. Wo entlang? Okay, ich mache mal gerade hier schnell einen Cut, um zu gucken, ob Sound und alles so passt, ob ich es lauter machen, leiser machen muss. Ein kleiner Cut. So, und da bin ich schon wieder. Ich habe einen Ticken lauter gemacht, ein kleines bisschen. Sound war, glaube ich, schon okay, aber ich habe es trotzdem ein bisschen lauter gemacht. Ein wenig. Da kann ich mich auch hier umschauen oder so. Klappe halten. Vielleicht finde ich doch hier irgendwie etwas. Mein Gott. Immer dieser Stress. Immer dieser Stress. So, wo sind wir hier?
Ja, sprinten, ja, schon klar. Ja. Verborgene Schmiedebanner. Wenn du mit verborgenen Schneidebannern interagierst, füllt sich dein Vorrat an medizinischen Pillen und Projektilen. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich unser Checkpoint. Wir sind da. Alle, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Richtig krass animiert. Mein Bonfire oder so, keine Ahnung. Nicht schlecht, du. Hätte ich dich besser hinbekommen. Das meine ich ernst. So, Boss-Time. Oh, die sieht gefährlich aus. Fangen wir an. Fangen wir an. Jetzt kämpft und zeigt mir alles, was ihr gelernt habt. Ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Diesmal werde ich dich besiegen. Was heißt diesmal? Wann haben wir dann das letzte Mal gekämpft? Warte mal, benutze deine Konterfunktion, um Angriffe des Gegners abzulenken und so unschädlich zu machen. Also Dreieck, alles klar. Puh! Achso. Konterfunktion. Okay, das war zu früh, ne? Gut gemacht. Ja, ich weiß. Wiederholte Angriffe einer gegnerischen Kombo kannst du mit Konterfunktion abwehren. Konterfunktion hatten wir doch schon gehabt. Beachte jedoch, dass der Gegner durch das Abwehren eines einzelnen Angriffs einer Kombo nicht in Panik verfallen wird. Statt dich auf das Abwehren aller Angriffe zu konzentrieren, könnte Blocken unter Umständen die bessere Strategie sein. Alles klar. Soll ich jetzt passe Kontrol zeitlich? Ah, okay. Dreimal hintereinander. Um Gegner ihr KI zu rauben, ist es am besten zunächst ihr Max-KI zu reduzieren. Versetze Gegner durch Konterfunktion in Panik und greife sie dann an. Okay, diese ihr Max-KI. Kampffertigkeiten effektiver. Okay. Warte, lass. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Streng dich an. Komm mal. Kritische Treffer haben wir schon gehabt, okay. Was ist mit dir los? Ja! Okay, und jetzt? Alte Erritte um den Boden. Okay. Du bist besser. Ich weiß. Ja, das war gut. Als nächstes werdet ihr gegen mich kämpfen. Oh. Ich stelle mich euch bei. Alles klar. Alright, Oma. Oma Gertrude. Oma Gertrude. Ich habe keinen Respekt. Komm her. Das ist unsere Chance. Was heißt hier unsere? Ich mache hier die Drecksarbeit. Komm. Zwei verborgene Schneiden wird eins. Und nun zeigt ihr, wie stark euer Band ist. Was ist los? Sonst stellt sie doch auch besser an. Du kannst jederzeit zwischen dem Partner und der Verborgene Schneiden. Nee, will ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Bin ich nicht. Oh, vielleicht besteht für euch. Okay, soll ich wechseln oder was? Ah, okay. Hahaha, ich bin wieder da. Hinter dir. Komm.
Easy peasy. Ist euer Hallo. Einziger Weg zum Erfolg. Noch ist überhaupt nichts entschieden. Oh, was habe ich denn gemacht? Was ist denn hier? Wie viel Leben hast du denn? Weg mit dir! Warte, wie wechsle ich nochmal meinen Charakter? Du musst dich heilen, ne? Jawohl. Kostet dieses Gefühl aus, diesen völligen Einklang. Kann ich mal bitte irgendwie wieder links, dass du rechts bist von mir? Und wie viel willst du noch aushalten? Omi, ab ins Altersheim. Das reicht fürs Erste mit dem Training. Achso, das war ein Training. Ich dachte, wir machen ernst. Ich möchte euch beide mit einer neuen Mission beauftragen. Die schwarzen Schiffe aus Amerika liegen vor der Küste von Yokohama vor Anker. Schleicht euch an Bord und entwendet die geheime Nachricht, die sich in Commodore Perrys Besitz befindet. Und wenn sich euch die Chance bieten sollte, dann tötet ihr ihn. Verstanden? Bin ich jetzt eine Killerin oder was? Okay. Welche geheime Nachricht? Ihr wagt es, mich zu hinterfragen? Na schön, wenn ihr darauf besteht. Das Shogunat hat einen Pakt mit den Amerikanern geschlossen. Das ist schon Grund genug für uns zuzuschlagen. Auf diesen Tag hat sich unser Clan seit langem vorbereitet. Der Tag, an dem wir endlich gegen die Tokugawa in den Krieg ziehen. Dies ist ein Befehl. Ein Scheitern der Mission ist keine Option. Seid ihr bereit, zu den schwarzen Schiffen aufzubrechen? Darf ich dich wieder hinterfragen? Alles klar, okay. Ja. Gut, ich verlasse mich auf euch. Nun geht. Nun geht. Ja, das Kämpfen macht schon Spaß. Parieren? Schauen wir mal. Wir lassen das Boot hier. Zusammen an. Müssen wir jetzt einen Charakter haben, oder was? Ich nehme hier meinen Charakter hin. Fangen wir an. Alright. Ich tue mal meinen Bonfire. Warum schiebst du mich jetzt? Warum schiebt sie mich? Infiltriere. Das schwarze Schiff stiehlt die geheime Nachricht und ermordet Perry. Ja, ganz schön hier kaltblütig, ja? So, was haben wir denn hier? Ja. Ein Kampfstil der äußerst vielen Techniken. Habe ich hier noch was? Nee. Ich habe gar nichts. Sekundäre Waffe. Das ist meine Stange. Oh, ich habe auch noch Schusswaffen oder was? Das ist meine Rüstung. Gut, mehr habe ich ja nicht, ne? Ich habe ja nichts.
Mission fortsetzen. Okay. Und jetzt? Tauchen. Alter, wie krass das Wasser ist. Was? Welchen nimmst du? Anvisieren, Ziel wechseln. Ja, ist okay. Beide sind eins. Vergiss das nicht. Ja. Schauen wir mal. Klettern. Verschiedene Gegnertypen können anhand der Symbole bei ihren Köpfen identifiziert werden. Normale Gegner, würdige Gegner. Anführer. Okay. Gefolgsleute. Was? Warum redest du Englisch? Piu, piu, piu. Let's go, bitch. Weg mit dir. Hab ich kein Leben, oder was? Du bist ja ein richtig harter, hä? Makoduso, jawohl. Was bekommen wir denn? Medizinische Pille. Und was hast du gedroppt? Nix. Sehr schön. Ja, das Kämpfen macht Spaß. Berühre den Banner, okay. Aber die spawnen jetzt nicht nach, oder was? Nee. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen um. Warte mal, das ist parieren. Aber... bleiben wir bei dem Katana. Ich glaube, dass wir haben da auch eine gelbe Leiste unter der Waffe. Ich glaube, das ist dann irgendwie, wie heißt das nochmal? Wenn wir mit der Waffe geübt sind, dann machen wir, glaube ich, auch mehr Schaden. Habe ich wieder vergessen, wie das heißt. So, hier ist sonst nichts. Okay. Nichts zum Einsammeln. Alles klar. Wie kann ich mich ducken? Ah, okay. Habe ich mir schon gedacht, okay, leicht gehen und dann mit Dreieck finishen. Nähere also. Dich von hinten, langsam. Boom! All das Training hat sich gelohnt. Komm, Parry Time. Alter, ich hab den Kopf abgehackt. Mein Gott. Ist ja richtig brutal. Und der hat natürlich nichts mitbekommen, ne? Also, ja, wir waren ja auch 3000 Kilometer entfernt. Er ist tot. Ein Kinderspiel. Auf jeden Fall, meine Schönheit. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so, dass ich jetzt so eine Begleitung habe. Was zeigt der mir da oben an? Achso, unseren Banner oder was? Okay, wir laufen weiter. Wir schauen uns um und looten alles, was wir sehen. Ocken. Achso. Wunderbar. Warte mal, warte mal. Wie wechsle ich schon mal meinen Charakter? L1? Ja. Alright.
Alright, alright. Ja, macht Spaß aktuell. Werden wir mal sehen, wie die Open World ist. Wenn du gegnerische Schüsse und andere ähnliche Angriffe mit einem zeitlichen angepassten Konto abwehrst, wird deine Waffe kurzzeitig in Brand gesteckt. Okay, nein, nicht schlecht. Dann machen wir das doch. Oh, ich habe ein Gewehr, nice. Warte. Anlegen und schießen, okay. Gut. Wo habe ich meinen Schuss? 7 Schuss. Nice. Gefällt mir. Wer ist das hier? Ziemlich viel los. Gibt es einen anderen Weg? Ich glaube, wir nehmen den hier. Was? Neo! Boom, boom, boom! Chaka! Oh, was? Wieso habe ich kein Leben mehr? Nimm dir einen Trank, meine Schönheit. Wir haben ihn, ich sehe nicht. Na, du schießt nicht. Du schießt nicht, Alter. Oh, ich muss mich heilen. Stirb, du Hund! Hau zu! Ganz ruhig, halt dich! Kopf weg! Jawohl, medizinische Pille, dankeschön. Brauchst du eine Heilung, meine Schönheit? Na, du bist ja ganz schön gut dabei. Und jetzt hier runter, oder was? I think so. Nimm dir noch eine Pille. Der Pillenmensch. Okay, wir haben 3 Heilung, das ist wunderbar. Schauen wir uns mal hier die Ausrüstung. Haben wir irgendwas bekommen? Ja, wir haben hier was. Nee, haben wir nicht. Mit der Geschichte fortfahren. Warum zeigt er mir das an? Kampffertigkeit. Ja, das ist das, was ich benutze, ne? Ist klar. Höllenkreuz, das mit Dreieck. Ah, okay. Achso, aufgeladener Angriff, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Gedrückt halten. Okay, das habe ich noch gar nicht gemacht. Muss ich mal ein bisschen verinnerlichen. Also Viereck gedrückt halten. Okay, weiter geht's. Komm mit, meine Schönheit. Oh, Fässer. Aber du Mistkerl, das hat ja gar nichts gebracht. Du kannst deinen Wurfanker als Waffe einsetzen, während du einen Gegner anvisierst. Okay. Ah, okay, das hätte ich ziehen müssen. Okay, alles klar. Oder? Okay. Boom. Schieß. Komm her.
Funktioniert doch, kein Problem. Komm, Perry. Nochmal. Alter, was für Zähne ich hab. Alles intakt. Schieß, Schlag. Ich bin ganz ruhig. Ich bin die ruhige Person in mir. Keine Gefahr für die verborgene Schlange. Oh, Lagerschlüssel, nice. So, mal gucken, ob ich übersteuere. Muss ich auch nochmal einstellen gerade. Nee, habe ich eigentlich alles drin. Sollte nicht übersteuern, okay. So, von da sind wir hergekommen. Wunderbar. Ich schaue nochmal an. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Kiste oder so. Ja. Das ist aber jetzt ein ganz anderer Weg, oder? Warte mal. War da nicht eine Tür oder so? Heil dich hoch. Wir haben keine Heilung. Lager, Raumschlüssel. Ja, stimmt. Das ist so ein ganz anderer Weg hier. Ah, die schöne Neo-Kiste. Neu erhalten, Säbel, okay. Du hast eine neue Waffe erhalten. Unter Menü auswählen kannst du deinen primären Nahkampf oder deinen sekundären Fernkampf ausrüsten. Okay. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nicht so extra krassen Loot. Ausrüstung. So, wir haben hier Angriff 24. Oh, wir haben schon hier andere Waffen. 15, 11. Der Säbel macht ja viel mehr Schaden. Ja gut, aber das ist eine Doppelwaffe, ne? Ist die dann so, dass wir pro Waffe 24 machen? Nehmen wir mal hier den Säbel rein. 37. Schauen wir mal. Hat die auch einen anderen Moveset? Ja, hat sie. Angard! D'Artagnan und die drei Muskeltiere. Angard. Holt euch diesen krassen Ultra-OP-Early-Game-Waffe. So. Hat's gerade geruckelt oder so? Keine Ahnung. Geheimnis. Amerikanisches Gewehr Typ 2, Ungewehrkugel. Okay. Schauen wir uns auch an. 41 Schaden und der macht 39. Typ 2. Typ 1. Benutzt das Kugelanzahl 8. Ne, das ist die gleiche Waffe, ne? Kugelanzahl 8. Ja. Sekundäre Waffen wechseln. R1. So. Okay. Aber ich glaube, das ist der gleiche Waffentyp. Von daher können wir, glaube ich, den rausnehmen. So. Von daher. Ja. Alles klar. Alright. Warte, warte. Warte, ich habe auch eine Waffe. Wo ist meine Waffe? Warte, schieß. Schieß, ich bin dran. Oho, Kopfschuss. Tja. Du wurdest zum Matsch. Angard!
Nice. Nice, nice to have. Okay, warte, wir gehen da noch nicht durch. Oder? Nicht, dass hier irgend... Hallo, Motherfucker! weg von meiner Kiste. Jawohl. Heilelixier. Medizinische Pille. Okay, geh mal weg. Muss mal hier ein bisschen was kaputt machen. So, soll ich jetzt da durch oder erstmal da hoch? Don't move. Don't move. Don't move. Angert. Angert. Du Pussy. Ich helfe dir, meine Schönheit. Boom. Ja, ganz ruhig. Ich muss mich heilen. Warte. Warte, nicht so schnell, Plätze. Ah, du lebst ja noch. Wahnsinn. Ja, mit dem Zeug. Wer will noch? Wer will noch? Komm, schlag zu. Du bist dran. Was in der Luft? Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Sehr gut. Hast du das gemacht, so. Tja. War ich schon hier? Weiß ich gar nicht. Hier waren wir doch schon. Oder? Ja, doch, hier waren wir. Geh mal wieder hoch. Okay. Ich habe nur was geguckt. Ich habe nur was geschaut. Weil ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich hin und wieder mal so kleine Ruckler habe bei der Aufnahme. Ne? Nicht im Spiel, sondern bei der Aufnahme. So, Schlüssel zu Kapitäns Kajüte. Perrys Bericht. Okay. Endlich wird sich dieses Land öffnen. Nach dieser epischen Reise triumphiere ich. Säbel aus dem geschwärzten Silber. Okay, schauen wir uns an. Ganz schnell, ja. Also ich finde es auch generell gut, dass wir jetzt hier nicht so den krassen Loot haben. Der macht nur, oder macht er viel weniger Schaden. Also, dass wir so nicht so viel Loot haben wie in Nioh oder auch Wulong. Weil da freut man sich dann, wenn man was findet, ne? Und nicht so irgendwie im Inventar 100 Waffen hat und die man irgendwie stundenlang beim Schmied da irgendwie verwertet, verkauft, aufwertet und so. Lieber dann eben wieder mal eine Waffe finden und sich darüber freuen. Ja, den hauen wir jetzt weg. Und dann rauchen wir seine Zigarello. Dann rauchen wir. Der große weiße Wal, der allen entkommen ist. Doch ich habe eine klare Sicht. Und meine Harpune ist bereit. Hm? Assassin! Du kriegst jetzt meine Harpune in deine Fresse. Meine Harpune.
Ja, so hat man das früher so gemacht. Mit dem Schwert die Kugel abgefangen. Ich werde nicht sterben, bevor ich diesen Wal im Netz habe. Ich auch nicht. Let's go. Unser erster Bossfight. So, um Kampffertigkeiten von Gegnern mit einer roten Aura zu entgehen, musst du sie mit Konterfunktion perfekt parieren. Okay, es gibt Angriffe, die wir nicht kontern können, ne? Oder schwer zu kontern sind. Durch Verteidigung nicht blocken lassen. Okay, manchmal ist Ausweichen daher die klügere Wahl. Okay, er wird rot. Aber hat trotzdem pariert. Aber parieren geht, oder was? Um Kampffertigkeit von Gegnern mit einer roten Aura zu entgehen, musste sie komplett Konterfunktion perfekt parieren. Okay, probieren wir mal. Haben wir doch. Ah, ja, gefällt dir. Oh, warte, ich muss mich heilen. Verdammte Scheiße. Okay, ja, das war... Alter, wie viel Damage. Warte, Plätze, warte, warte. Ach so, ja, sehr schön gemacht. Oh, der hat aber viel Leben, ne? En garde! Wie wechseln wir nochmal Charakter? Hab ich wieder vergessen. So, okay. Du musst auch noch heilen, ne? Oh, geile Sau. Okay, scheiß auf die Kisten. Okay, ich bin gleich tot. Okay. Okay, nicht so einfach gerade. Ich glaube, ich bin gestorben. Fuck. So. Also nochmal. Natürlich! Da muss ich jetzt helfen, oder was? Viermal! Glückwunsch! Hallo, du sollst rennen. Entschuldige die Umstände. Kein Problem. Machen wir schon. Darf ich dir helfen? Entschuldige die Umstände. Kein Problem. Ich bin selber tot. Und jetzt der weiße Wal. Ja, sehr schön.
Okay, let's go. Sie haben's mir geschleift. Weg mit dir! Lass mich doch mal heilen. Naja, ich bin schon wieder tot, ne? Hier, nimm. Nein, renn doch. Come on. Der hat voll viel Leben, ne? Keine Heilung mehr, krass. Bitch! Okay, sehr schön. Wieso habe ich keine Heilung? Okay, dann werden wir mal versuchen, nicht zu parieren. Oh ja, okay. Ja gut, passt. Dann machen wir das mal ohne. Dann wird es wahrscheinlich klappen jetzt. Ja, lassen wir mal alles so drin. So, okay. Vielleicht die Sprungattacke kann man besser parieren, wie er jetzt macht. Ihr habt's mir gezeigt. Ja, habe ich gezeigt. Und? Ja, gefällt dir, ja? Natürlich triffst du mich. Warte, okay, wir heilen uns. Alter Schwede. Natürlich. Weg. Und wieso hast du keine Heilung mehr? Alter, ist der hart. Okay, bring mich um. Jetzt der weiße Wal. Der ist ja hart. Natürlich. Ihr habt's mir gezeigt. Ganz ruhig. Ah!
dummes Kerl. En garde! Oh fuck. Letzte Heilung. Viermal, okay. Kann ich auch, aber daneben. Let's go! Ja, ich in China. Oh, der ist ich weg. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Oh, come on. Der blaue Dämon. Ich glaube, den können wir nicht besiegen, glaube ich, ne? Ich glaub's nicht. Ja, das war klar. Das war klar wie Glasbrühe. Zwei von euch. Die verborgene Schneide? Die existiert also wirklich. Man munkelt, eine verborgene Schneide würde ihren Partner für die Pflicht opfern. Also wer von euch übernimmt das? Leben, die geheime Nachricht nehmen. Wir nehmen unser Rotschopf, oder? Ja. Ach, die arme Frau. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt hier elendig verreckt. Eine Schneide ohne Zwilling. Welch jämmerlicher Anblick. Das war die einzige Spur, die übrig blieb. So, begib dich zum Aufenthaltsort der Klingenschmieden. Okay. Unsere Partnerin ist leider tot. Leider. Ja. Muss man aber hier mit der Steuerung noch ein bisschen mehr klarkommen. Also, ja, kämpfen macht schon Spaß. Wir spielen ja auf dem Schwierigkeitsgrad hoch. Das passt soweit. Und da würde ich auch sagen, dass der Part soweit reicht. Ja, den laden wir hoch, das Part. Den Part. Und ich zock weiter. Und schauen wir mal. Also bis hierhin okay, bis hierhin gut, würde ich sagen.
bisher hat es Spaß gemacht, so zu spielen. Man wird sehen, wie die Open World wird, was für Bosse wir haben, was für Herausforderungen wir haben. Aber soweit, so gut erstmal. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und eventuell kommt der nächste Part gleich auch noch raus als Premiere. Werden wir sehen, ich weiß es noch nicht. Aber hier ist erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.